sieht man ja eigentlich gar nicht. Eigentlich also gar nicht. Heute nur Banjos. Ja, ist echt so. Und zwar, ja, das, ich sag dir, das ist Squad Strike. Squad Strike ändert alles. Oh mein Gott, was macht Beizel da gerade? Jetzt ist er aber voll im Film mit Banjo, definitiv. Will Bryson etwa zeigen, dass er nicht nur ein Säugetier, Vogel, Paar spielen kann und der Beste in Schleswig-Holstein ist? Oh, aber jetzt gerade holt Momo gut zurück. Also so diese Team-Up-Geschichten, ne? Da kannst du, dann hast du Banjo und Kazooie. Wann fängt er mit Ice Climbers an? Ja, echt. Habe ich mich auch schon gefragt. Also ich weiß, er hat ihn gespielt in, ich weiß nicht, Brawl muss es ja gewesen sein. War ja ansonsten in Brawl. Okay. Da hat er tatsächlich auch Ice Climbers gespielt. Oh, immer noch am Leben. Ja, ich bin gespannt tatsächlich auf dieses Set. Auch in diesem Setting. Einfach weil ich sehen will, jetzt im Moment, dachte ich mir schon, ist Momo so ein bisschen am Führen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er den ersten Stock zieht. Ich bin aber gespannt, wie das am Ende des Games aussieht. Also beim letzten, wenn alles so ein bisschen ruhiger ist und die beiden sich so ein bisschen besser kennen. Okay, jetzt tatsächlich Beißel schnell wieder zurückgekommen. Aber, oh. aber sauer. Saurer Sport. Und der Downtail hat gut funktioniert da. Wieder ein bisschen runter. Beißel hat da versucht, die Granate sich zu schnappen, Upbeat zu drücken. Granate explodiert, dann mach nochmal Upbeat. Alter Trick von Banjo, so ungefähr das erste, was man mit ihm rausgefunden hat, aber gerade nicht geklappt. Jetzt sind wir wieder ungefähr even. Okay. Ja, Skyvania guckt gerade, glaube ich, ganz genau zu, einfach weil ja, er spielt Duck Hunt und Momo ist in seinem Clan oder in seiner Crew. Ah, okay. Okay, da haben wir... Oh, das war ein Wonderwing, ich glaube, der andere wurde interrupted. Oh ja, ja. Ah. Ja, aber man sieht, doch, Squad Strike hat einiges gemacht. Die Leute haben auch richtig Bock auf die anderen Charaktere. Das merkt man schon. Also man sieht so richtig Motivation da drin. Cool. Ja, voll. Vor allen Dingen, du kommst dann ja einfach mit den neuen Charakteren dann rein und ahnst so, hey, das ist, bringt ja Spaß. Damit kann man ja wirklich was machen. Ja. Du bist ja automatisch auch dazu gezwungen, wenn du einen Charakter spielst, einfach in so ein Mix-Up, also nicht Gemäscher, aber in Mix-Up-Settings reinzugehen. Ja. Und gucken, und was kann ich machen? Gerade in so Turnier-Settings ist es halt wirklich so, dass, naja, unter Druck werden Kohlen zu Diamanten. Ich sag's immer wieder. man wird kreativer, man lernt schneller dazu und das merkt man auch gerade. Also, ich meine, wie lange hat Weiße seinen staubigen Banjo und Kazooie nicht mehr gespielt? Ganz ehrlich. Seit Jahren. Ja, Frühjahrsputz quasi gemacht, ne? Ja, genau. Aber im Sommer. Runterfahren wollen wir jetzt nicht. Das seht ihr nicht, aber das seht ihr. So, der alte Telefunken. Genau, nochmal ein Akkusativ. Kalinki habe ich auch gesucht. Der hatte aber auch gerade ein Game. Und da wollte ich auch nicht interrupten. Genau. Aber ist noted. Heißt hier ein Fuego. Ich hoffe, dass das zeitlich passt. Aber könnten danach, weil, ja, wie gesagt, Fuego gerade mit SDN. Okay. Ja, die Feder kitzelt nicht nur. Die macht doch ordentlich Schaden und bringt einen raus. 86% aber auch schon auf Momo. Oh, das war schlau. Das war schlau. Momo wusste ganz genau, dass da noch was kommt. Hat gewartet und... Oh! Die! Beißel! Beißel mit dem Banjo-Kazooie. Crazy. Absolut crazy. Es bringt richtig Spaß, so zu gucken, Mann. Das ist erfrischend. Ja, und wie? Also ich habe, meine Güte, ich habe auch irgendwie jetzt viel mehr Lust auf, dass wir Random oder eben Squad Strike oder sowas auch mal immer mal wieder hier reinpacken, weil das ist cool. Also es bringt tatsächlich neuen Wind rein und da sehen wir den Duck Hunt. Okay. Also nicht noch ein Banjo-Match. Ja, the old reliable dann in dem Fall bei Beißel, ne? So. Für einen Anzug, ja, stimmt. Der hat sich so richtig schick gemacht, stimmt. Ja, hab ich gesehen. Ja, cool. Hemd, Anzug, alles am Start. Wo? Ja? Ja, ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Nee. Da musst du unbedingt ein Foto von machen. Ja, mach ich dann nachher gleich nochmal. Das wär's. Any Z mit Dresscode. Ja, bitte. Der muss einen Anzug oder was Schickes anhaben.
Richtig, so Abendkleid. So Cocktailparty-mäßig, ja, genau. Ne? Das wär's. 20er Jahre Cocktailparty. Genau, und das nächste Mal, wenn es da so richtig heiß wird, stellen wir noch Pool auf und dann können wir hier alle in Badehose oder Badeanzug hängen. Ach, guck mal, hier Akkusativ sagt gerade, der soll noch auf mein Abi-Ball, nur deswegen bin ich nicht da. Direkt vom Turnier zum Abi-Ball. Cool. Geil, Glückwunsch für Abi. Auf jeden Fall, ja. Stehen dir alle Türen offen? Fast. Oh nein! Oh, das war close. Okay. Aber vielleicht war das auch einfach gewollt von Beißel da an der Stelle, aber das sah so ein bisschen eher danach aus, als würde er mit einem Air-Dodge dann an die Ledge rankommen. Ja, man kann ja da unter der Stage auch, ja okay, abtilt und danach einfach einen Forward-Step-Up-Smash. Danke! Wenn ich das mit den mehreren E's sehe, dann denke ich immer an diese South Park-Folge mit den Snuffs. Danke! Okay, aber wir bleiben hier auf jeden Fall im zweiten Stock und es ist knapp. Ja, Beißel mit seinem gewohnten insane Damage mit den Combos. Wow. Das hat er auch einfach drauf, ne? Aber den Charakter kennt er halt auch aus dem FF. So. Okay. Oh. Ach, tatsächlich. Ich dachte, dass Momo da die Connection bekommt. Und da habe ich gar nicht auf den Blick gehabt, dass er den Gunman da draus gezogen hat. Mhm. Vielleicht Momo auch, ne? Ja, es ist tatsächlich, wenn man gegen Duckhand spielt, ist es wirklich schwierig, auf mehr als eine Sache zu achten. Also eigentlich geht das gar nicht. Du kannst halt auf Kleinigkeiten achten, wie wohin die Dose zeigt, weil man sieht das jetzt nicht so wirklich, glaube ich zumindest. Oh, Early K.O. Und das war auch schon das 2-0 hier für Beißel. Aber ja, man kann so auf Kleinigkeiten achten, so welcher Gunman ist das jetzt gerade? Dauert das lange oder dauert das kurz, bis der schießt?